Hey Leute und willkommen zum letzten Tagebucheintrag wahrscheinlich vor der Eröffnung. Es hat sich ziemlich viel getan in letzter Zeit. Wie ihr seht außen, haben wir schon ein paar grüne Kräuter und die Außenfüllung machen wir auch gerade fertig. Und die Außenfüllung habt ihr glaube ich schon mal gesehen. Ja, die Karte hängt jetzt auch endlich. Die V-Tasten. Und ich habe sie auch vorhin schon fertig gebunden. Nicht wirklich gebunden. Es ist eher so eine Art Eigenkreation. Das habe ich die so mit ein paar Ringen sozusagen befestigt. Die Speisekarte übrigens könnt ihr auf unserer Homepage schon finden. Den Link packe ich euch unter das Video. Und ja, wir haben uns für die Methode entschieden, weil es erstmal plastikfrei ist und auch die günstigste Variante war, um ehrlich zu sein. Denn es gibt zwar auch ein paar plastikfreie Varianten, die sozusagen mit Papier sind, wo man dann die Blätter einschieben kann. Allerdings sind die so horrend teuer, also ich glaube pro Karte dann irgendwie 10 Euro oder so ähnlich. Wenn man dann noch Ökopapier nimmt, dann noch viel mehr. Das ist erstmal nicht im Budget drin, deswegen ist das erstmal die günstigste Variante. Und wie ihr seht, wir sind noch voll am Arbeiten hier. Also der Gastraum ist immer noch Arbeitsplatz. Aber das wird sich dann spätestens am Samstag auf jeden Fall ändern. Ja, die Bärbel war auch wieder hier vor kurzem und hat ein kleines Video gedreht, also das dritte jetzt mittlerweile. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinschauen. Der Link ist wie immer unter dem Video. Ist wieder mal sehr schön geworden. Ja, und unsere Kaffeemaschine ist auch schon da. Ich bin noch nicht angeschlossen. Schon ist gut. Unsere Kaffeemaschine ist auch erst da. Endlich da. Und die Kasse ebenfalls. Und Josef ist auch da. Nein, bin ich nicht. Okay, oder auch nicht. Ja, Josef macht gerade Hummus, glaube ich. Ja. Sieht schon mal sehr gut aus. Schmeckt aber auch ganz gut. Kannst du mal kosten? Glaubt er. Ich koste mal. Sehr lecker. Ja, und im Lager sieht es auch schon mal ganz anders aus, wie ihr sehen könnt. Also alles voller Bio-Zutaten. Und noch ein bisschen vollgemüllt leider, aber das, wie gesagt, wird sich halt demnächst auch noch ändern. Dann halt ganz viel Obst, Gemüse, die Kühlschränke sind voll, also proppenvoll. Ja, und wir werden heute schon mal, also heute, ich weiß nicht, wenn ich das Video hochlade, aber heute ist Donnerstag. Heute ist doch Donnerstag, ne? Ja. Okay, heute ist Donnerstag und wir werden heute schon mal ein paar Sachen vorbereiten, vorkochen. Für die Karte, soweit das möglich ist. Zum Beispiel haben wir hier auch schon den Dörrautomaten angeschmissen, der gerade schon wieder fertig ist. Gucken wir gleich mal. In diesem Sinne. Bis später. Tschüss. Jo, wir sind fertig. Endlich. Und ja, heute machen wir mal ein bisschen früher Schluss. Die letzten Tage haben wir bis 22 Uhr gemacht oder so. Aber langsam ist so ein bisschen die Luft raus mit 12, 13 Stunden Tagen. Deswegen machen wir heute mal schon um 8:30 Schluss. So. Okay, ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, ein bisschen zu kochen und nicht die ganze Zeit nur irgendwas zu putzen und aufzubauen und so weiter. Josef. Hat es dir denn auch Spaß gemacht? Ja, doch. Sicher, hat gefetzt. Ja, war immer wieder cool. Ja. Morgen in Rest. Morgen in Rest, genau. Und morgen ist ja auch die Präeröffnung. Ja. Morgen Abend, genau, also quasi sozusagen, also nach dem Geburtstag von meinem Vater letztens, jetzt nochmal sozusagen ein kleiner Probelauf. Ja. Und am Samstag geht es dann richtig, richtig los. Bis dahin. Das ist der große Ansturm. Genau, der große Ansturm. 3000 Gäste auf einmal. Ich bin echt gespannt. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es auch gar nicht so fett, also mal gucken. Ja. Vielleicht verteilt es sich ja über den Tag, kann auch sein. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Okay, dann ja, ich werde versuchen, auch vielleicht bei der Präeröffnung, vielleicht auch bei der Eröffnung mal ab und zu die Kamera rauszuholen, aber wenn natürlich total viel los ist, glaube ich, werde ich das eher nicht machen. Da werde ich dann eher andere Sachen zu tun haben. Ich glaube auch, ja. Aber wir werden auf jeden Fall dann. Wobei, ich glaube, so stressig wird es morgen auch nicht. Morgen nicht, nee, aber
klar, weiß nicht, mal gucken. Ja, ja, also spätestens dann, spätestens Dienstag wahrscheinlich, werde ich dann, werden wir dann nach dem berichten. Mhm. Denke ich. Mhm. Oder auch schon, oder schon früher. Mal gucken. Sehen wir mal. Okay, dann bis später. Tschüss. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl.